Hallo, hier ist der Rainer Langhans und heute wird's bei uns so richtig versaut. Es geht um Dirty Talk beim Sex. Ja, Dirty Talk beim Sex, für mich auch Neuland, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kenne es ansonsten nur so, dass man vorher schon mal ein bisschen quatscht, um so ein paar Punkte abzuklären, ja, und Missverständnisse auszuräumen. Aber währenddessen, also ich sag mal, während der Hauptspeise und dann noch Dirty, also ich sag immer, Dirty Talk, muss das wirklich dreckig sein oder geht das auch hygienisch unbedenklich? Ja, es ist so ein Dirty Talk, ja. Der muss halt richtig gut gemacht sein. Das kann jetzt auch nicht jeder. Der erfordert eine gewisse Sensibilität, eine Kreativität, eine Leidenschaft. Ansonsten ist die Performance sehr fad. Und deswegen matcht es bei uns ja eben so gut, ne? Weil du das in mir findest, Uschi, diese Leidenschaft. Ja, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Also das klingt jetzt so ein bisschen, ich sag mal, der unbeteiligte Zuschauer könnte hier jetzt fast den Hauch einer Kritik missinterpretieren, ja, was von dir ja gar nicht so intendiert ist. Ne? Aber deswegen, das musst du immer so ein bisschen klar machen, Uschi. Ne? Also Rainer, die Performance war katastrophal, wenn du es glauben willst. Was ist los? Also von Dirty Talk war da überhaupt nichts zum Spüren. Ja, wieso? Ich hab doch gesagt, du warte mal, ich meine fast, es ist gleich soweit. Ja, erstens ist es kein Sextalk, sondern ein allgemeiner Hinweis. Und zweitens, Dirty ist daran schon mal überhaupt gar nichts. Aber ich habe doch auch gesagt, meine Taube. Und Tauben sind doch sehr dreckige Tiere, was denn? Ja, mei. Also du auch immer mit deinen Extrawünschen da Sextalk. Ach so, ja, aber du mit deinen Rollenspielen oder was? Dass ich dann immer deine Politesse spielen darf, die dir ein Knöllchen ausstellt, wegen Parkens im eingeschränkten Halteverbot, das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also, ich find's geil. Ja. Hallo, ihr heißen Feger. Also, jetzt heißt es aber mal ganz schnell abonnieren, gell? Und dann könnt ihr natürlich noch die kleine Glocke aktivieren und vielleicht einen Kommentar da lassen und ansonsten like. Und ich würde sagen, Bussi von der Uschi.